Willkommen. In diesem Video lernen Sie die Position Herberts zur Funktion von Medien in der Didaktik kennen. Dabei ist der Plural durchaus angemessen. Zwar ist die Anzahl der für Herbert verfügbaren Medien deutlich kleiner als heute, Herbert nennt aber mit Kunstwerken und der Schriftsprache visuelle Medien sowie das auditive Medium der gesprochenen Sprache und berücksichtigt damit bereits eine Vielzahl von Medien. In einem weiten Sinne von Medien können auch die von Herbert genannten Opern mit in die Reihe der Medien aufgelistet werden. In den Mittelpunkt rückt Herbert die Schrift. Für das Verständnis von Herberts Auseinandersetzung mit der Schrift ist die historische Situation zu berücksichtigen. Medientechnisch war der Buchdruck etabliert, andere Reproduktionsverfahren gab es aber nicht. Formate wie der Roman waren noch nicht entstanden und die Schriftkultur war nicht weit verbreitet. Gelesen und erst recht geschrieben wurde nur von einem kleinen Teil der Bevölkerung. Die, wie Sting schreibt, Wucherung der Schrift, die zur Diskussion von Lesewut oder Lesesucht führten, hatten noch nicht stattgefunden. Lediglich die Vermehrung der verfügbaren Bücher hatte zum einen zur Veränderung des Stellenwerts der Bibel als einzig relevanter Lektüre geführt und zum anderen das Problem der pädagogischen Auswahl von Texten aufgeworfen. Vor diesem Hintergrund steht bei Herbert vor allem die Schriftsprache im Mittelpunkt. Für die ästhetische Darstellung der Welt, die im Fokus jeden Unterrichts zu stehen hat, kommt der Schriftsprache bei Herbert eine wesentliche Funktion zu. Da die Funktion der Sprache bei Herbert, darzustellen, kann hier auf einen Gedanken Herberts zurückgegriffen werden, den er in seinen Vorschlägen zu einem Lektürekanon entwickelt. Herbert schlägt vor, die Auswahl der Lektüre an der Kulturgeschichte der Menschheit zu orientieren, so wie die Inhalte des Unterrichts auch an der Entwicklung der Kinder orientiert werden sollen. Insofern ist hier mit der gesprochenen Sprache zu beginnen. Der Erwerb der gesprochenen Sprache wird bei Herbert nicht zentral thematisiert, sondern mehr oder weniger vorausgesetzt. Auch die Relevanz der Sprache für das Denken wird bei Herbert, anders als bei Humboldt, wenig thematisiert. Gesprochene Sprache sieht Herbert nicht als zentral für den Geist an. Gesprochene Sprache tritt dem Denken vielmehr mehr oder weniger hinzu. Sprache ist dem Denken äußerlich. Herbert betrachtet Sprache als etwas, das in der Realität geäußert wird, also gleichsam als Sprechakte, setzt aber Sprache nicht mit dem Denken gleich. Sprache ist etwas Praktisches, das in der Welt stattfindet. Ein Grund, den Herbert für die Trennung von Denken und Sprache anführt, ist, dass in der Sprache nicht nur Kluges und Wohlüberlegtes geäußert wird, sondern auch dümmliches, gedankenloses Zeug, das kaum als ernsthaftes Denken angesehen werden kann. Insofern kann Denken, das als ernsthaftes, sich selbst beobachtendes und reflektiertes Denken gedacht wird, nicht schlichtweg mit Sprache identifiziert werden. Denn Dummes und Einfältiges gehört nicht zum Denken, kann aber ausgesprochen werden. Das Denken wird von Herbert also weniger als durch Sprache konstituiert gedacht, sondern bedient sich der Sprache in der Praxis zum Zwecke der Mitteilung. Dennoch wird von Herbert das Wechselspiel von Sprachen und Hören als konstitutiv für Selbstbewusstsein und Selbstverstehen und mithin für die Selbstdisziplinierung gesehen. Das ist möglich, weil die Gedanken durch die Sprache nach außen verlängert und mit dem damit möglichen Austausch zwischen Denkenden die Gedanken geschärft werden können. Dabei bleibt die gesprochene Sprache an die Gegenwart des Vollzugs gebunden und unterliegt damit dem zeitlichen Druck, dem Herbert schon im pädagogischen Takt einen besonderen Stellenwert eingeräumt hat. Das gesprochene Wort existiert eben nur in der Gegenwart. Aufzeichnungsmöglichkeiten gab es ja noch nicht. Allerdings kann der Gegenstand, über den gesprochen wird, durchaus abwesend sein und in der Vergangenheit liegen. Damit wird die Sprache vom Situationsdruck entlastet. Das ist noch deutlicher bei der Schriftsprache. Zunächst unterliegt die Auseinandersetzung mit einem Buch nicht der Zeitstruktur des Gesprächs.
Es ist möglich, einen Satz nochmals zu lesen, im Text zu springen und Textteile zu überspringen. Außerdem können alte Texte wie Platon und Aristoteles gelesen, die Autorinnen und Autoren aber nicht gehört werden. Insofern berücksichtigt Herbert modern gesprochen sowohl die zeitliche Struktur der Medien als auch die zeitliche Struktur des kommunizierten Wissens. Dabei bekommt die Schriftsprache einen herausgehobenen Stellenwert. Die Auseinandersetzung mit Werken, die als gedruckte Bücher vorliegen, hat für Herbert mehr Relevanz als die Auseinandersetzung mit der unmittelbar erfahrbaren Wirklichkeit. Sting schreibt dazu, ich zitiere, im Bildungsprozess sollte eine pädagogisch konstituierte Schriftwelt als Maßstab für die Beurteilung der Realität dienen. Zitat Ende. Um das zu erreichen, sind von den Erziehenden geeignete Schriften im Blick auf die ästhetische Darstellung der ganzen Welt auszuwählen. Dabei geht es nicht um eine möglichst breite und umfassende Lektüre, sondern um die Auswahl eines kleinen Kreises von Gedanken, die den Gedankenkreis der Lernenden durchaus auch ordnend orientieren soll. Damit verbunden war durchaus auch die Idee, die Lernenden vor Schundliteratur zu schützen. Während die Auswahl der Lektüre einerseits in die Verantwortung der Lehrenden gestellt wird, hat Herbert andererseits durchaus Vorschläge gemacht. So empfiehlt er, den Lektürekanon anhand der Kulturgeschichte der Menschheit zu ordnen. Als erstes Werk sieht er daher die Odyssee aus der Ilias des Homer vor, die durchaus im altgriechischen Original zu lesen ist. Das Weitere ist dann anhand der Relevanz der Autorinnen und Autoren für die nationale Schrifttradition auszuwählen. Die Orientierung an der Nation ist dabei zu Herberts Zeit ein fortschrittlicher Gedanke. Nationen sind ja eben erst im Entstehen und werden mit dem emanzipierenden Ausgang aus der Unterdrückung im Feudalstaat verbunden. Mit der Auswahl der Lektüre wird diese Nation aber zugleich auch hergestellt. Das bezieht sich nicht nur auf die Lektüre, sondern auch auf die Schrift. Die schriftliche Äußerung der Lernenden sind ebenso zu disziplinieren wie die Lektüren. Mit der Disziplinierung der Schrift, in der die Lernenden ihre eigenen Vorstellungen ausdrücken, sollen so durchaus auch diese Vorstellungen diszipliniert werden. Determiniert wird das Subjekt dabei aber nicht, sondern in die kulturellen und gesellschaftlichen Vorstellungen integriert. Herbert nennt als Medien die gesprochene Sprache, die Schriftsprache, den Buchdruck, Kunstwerke und die Oper. Diese Auseinandersetzung mit Medien ist vor dem Hintergrund der Ablösung der Bibel als zentrale Lektüre wie bei Comenius und der zunehmenden Verfügbarkeit von Büchern zu sehen, die von einem aufstrebenden Bürgertum rezipiert werden. Die gesprochene und geschriebene Sprache wird dabei dem Denken als äußerlich gesehen, ist aber wesentliches Mittel der Verständigung zwischen Denkenden. Um die ästhetische Darstellung der Welt im Blick auf die Vielseitigkeit des Menschen zu realisieren, ist die Auswahl von Lektüren wesentlich. Diese Auswahl soll an der kulturellen Entwicklung der Nation orientiert werden und die Wahrnehmung der Welt durch eine Lenkung der Beurteilung des eigenen Willens orientieren. Herbert rückt zwar die Schriftsprache in den Blick, dass es dabei um die Schriftsprache in der besonderen Form des gedruckten Buchs geht, beschäftigt ihn nicht. Das wird zum Beispiel daran sichtbar, dass der Umstand, dass Schriftsprache zu Herberts Zeit durch den Druck reproduzierbar war, also in vielen Kopien des Gleichen vorliegt, während das für Gemälde nicht galt, wird von Herbert nicht berücksichtigt. Damit spielt auch die Differenz zwischen der Besonderheit des Einzelwerks und der Allgemeinheit des Massendrucks keine Rolle. Der Begriff der Masse und der Begriff der Massenmedien haben Herbert allerdings naheliegenderweise nicht beschäftigt. Es gab weder das Konzept einer Bevölkerung als Masse noch Massenmedien.